Ja, hallo zusammen. Was erwartet euch im heutigen Video? Ich habe ein kompaktes Video erstellt von drei Methoden, also drei verschiedene Materialien und drei verschiedene Methoden zeige ich euch, wie ihr Felsen, kleine Schiefergesteine und so weiter für kleine Dioramen, für eure Modelleisenbahnanlage und so weiter herstellen könnt. Viel Spaß wünsche ich euch mit dem Video. Ich möchte kleine Felsen machen, das heißt, wie eigentlich für kleine Dioramen und so weiter. Ich nehme ein Stück Aluminiumfolie und zerknülle das zuerst einmal richtig. Dann ziehe ich das wieder auseinander. Und jetzt ist meine Idee, jetzt mache ich hier verschiedene, wie Linien kann man sagen, und Flächen. Ich hoffe, man kann das sehen. Dann mache ich hier, möchte ich eine Fläche haben, hier streiche ich das Ganze wieder glatt, hier auch. Jetzt habe ich hier mal drei verschiedene Formen gemacht. Mal schauen, ob das wird. Ich dünnflüssigen Gips rühre ich jetzt hier einfach an, einen normalen Modelliergips, nichts Spezielles, ziemlich dünnflüssig. Warte, bis er ganz wenig anzieht. Und meine Idee ist jetzt, ihr seht, ich habe hier zwei Bretter genommen. Weil wenn ich das einfülle, möchte ich, dass es nicht unten flach ist, sondern dass es ein bisschen nach unten geht. Ob das aufgeht, weiß ich nicht. Jetzt fülle ich hier mal ein. Ganz wenig. Ich möchte hier schichtweise machen. So sehen die nun eingefüllt aus. Mal schauen, ob da meine Taktik aufgeht. Hier ganz wenig und hier noch ein bisschen anders. So, jetzt lassen wir das mal richtig gut trocknen, circa 2 Tage. Und dann schaue ich mir mal das Ergebnis an. So, mein kleines Update. Ich habe mit dem normalen Modellgips habe ich ja die Formen ausgegossen. Jetzt diese habe ich nach einem Tag schon relativ feucht herausgenommen. Das sind also Abbruchstücke hier, die kann man auch gebrauchen. Diese will ich jetzt etwas länger drin lassen. Jetzt habe ich extrem flüssigen Gips gemacht. Das ist jetzt circa 2 Tage. Das versuche ich jetzt mal auszupacken. Das ist natürlich jetzt noch relativ feucht. Diesen möchte ich ganz trocknen lassen, dann einem Stück rausziehen. Das ging jetzt daneben. Das darf man auch zeigen. Das hier ist schön fein geworden. Das wollte ich eigentlich so haben. So, nun habe ich alle diese schönen Felsen herausgetrennt. Ist eine Alternative zu normalen Felsen, die ich sonst mache, eben wie gesagt für kleine Dioramen. Hier mal ein Größenvergleich, wie groß das in etwa ist. Zoomen wir da mal ran. Unsere Felsen haben schön getrocknet, jetzt mache ich eine Lasur. Da nehme ich immer so, was ich gerade hier habe. Ich nehme jetzt ein Wash, ein schwarzes und etwas braun. Misch das, ich will etwas, ja, eine spezielle Farbe haben. Jetzt mache ich das hier mal wässrig, das Ganze. Und dann kommt schon die Struktur ein wenig heraus. Sieht man hier schön, wirklich in jede Ritze. Mache jetzt mal alle fertig, lasse es trocknen und dann wird das Ganze garniert. So, jetzt habe ich noch was ausprobiert, bin verblüfft. Ich habe die Lasur noch extrem dünner gemacht, also fast wässrig. Braucht es hier praktisch kein Granieren mehr, weil das ist mal die Gipsunterseite. Und hier oben, das ist nur so ein leichter Grau-Weiß-Ton, wie es manchmal auch in den Bergen vorkommt. Man muss ja gar nicht immer granieren. Hier, die habe ich noch etwas dünkler gemacht, dieses Teil, das zeige ich euch schnell als Granieren. Aber ihr habt ja schon so viel gesehen. Einfach weiße Farbe nehmen, trocken ausstreichen und dann einfach... Da braucht es gar nicht viel. Gut mit einer Japansäge einfach teilen, ein Stück wegtrennen und dann mit einem Stechbeitel oder wie das heißt, bei euch weiß ich nicht, kann man einfach hier
Stücke wegnehmen, wegtrennen. Und da siehst du eigentlich, das Material ist eigentlich so ein bisschen porös und fast sandigartig. Ich arbeite mit der Bürste, einfach eine Maske anzieht, eine 3M-Maske, weil das Material ist ein bisschen giftig, würde ich sagen. Ne? So, ich hoffe, ihr hört mich, ich rede etwas lauter, ich habe jetzt die Maske an. Jetzt haben wir so ein Stück herausgetrennt. Ich finde das Material super für kleine Dioramen oder für kleinere Sachen, aber sicher nicht für großflächige Berge oder für Wände. Da eignet sich besser sicher Styrodur oder Gips. So, nun nehme ich das Teil und jetzt will ich hier eine Struktur reinbringen. Nehme hier meine grobe Drahtbürste und wirklich schnell, so eine Minute. Nun sieht das jetzt mal so aus, aber ich will ja noch etwas eine feinere Struktur machen. Jetzt nehme ich ein bisschen die feinere Bürste und gehe einfach noch ein paar Mal hier drüber. Dasselbe. Und schon habe ich eine feinere Struktur. Jetzt ist das ja natürlich noch ein bisschen zu regelmäßig. Jetzt kann ich entweder den Hammer nehmen oder ein Stück Metall und kann hier einfach ein bisschen draufschlagen, um ein bisschen die unregelmäßige Struktur hineinzubringen. Dann sieht das so aus. So aus. Nun kommen wir zum Kolorieren. Dafür nehme ich Acrylfarbe und wichtig, die Farbe nicht verdünnen. Also ich nehme ein Schwarz und gerne ein Silber. Mische diese gut durcheinander. Und dann hat man so ein bisschen ein, ja, dunkelgrau bis schwarz. Und dann wirklich voll auftragen. So, nun haben wir das mit der Grundfarbe gemacht. Jetzt sieht das so aus. Bisschen Silber, Schwarz. Hier noch ein anderes Beispiel, das ich jetzt mit der Grundfarbe gemacht habe. Bisschen von der Seite. So. Jetzt muss das ungefähr, ja, circa 12 bis 24 Stunden trocknen. Und dann machen wir mit verschiedenen Farben das Granieren. Die Farbe Sand. Trage Farbe auf den Pinsel auf und streiche diese aus, aber nicht ganz, nicht voll. Und dann einfach über das Ganze. Man darf also schon ein bisschen Farbe daran haben, also nicht das Gefühl haben, wie beim Gips, ich muss jetzt fast alle Farbe ausstreichen, sondern es muss ein bisschen, weil das Material saugt ziemlich stark. Also jetzt habe ich mal ein bisschen gemacht. So, jetzt habe ich mal zwei Sachen probiert. Beim einen habe ich viel mehr Sandfarbe genommen, beim anderen viel weniger. Also ihr seht, es ist eine ist dünkler, eine ist etwas heller. Ich habe zuerst mit Sand gemacht, dann mit diesem Rotbraun und dann habe ich nochmals mit Sand darüber gemacht. Und jetzt haben wir so ein, eigentlich ein, so ein Rot, Braun, Weiß, finde ich noch eigentlich eine schöne Farbe, haben wir gemacht.
Aber wie gesagt, man kann eigentlich alle Farbtöne testen, man muss ein bisschen probieren. Ja, und man kann alles machen. Ich habe hier auch Schiefergestein gemacht, ein bisschen nach unten. Also man kann ja eigentlich auch so irgendeine Form machen, Farben probieren. Dann habe ich hier einfach aus Testgründen mit den gleichen Farben eine Mauer geritzt. Kann man auch mit dem Material machen. Für Farben oder Gesteine alles machen kann, eigentlich mit diesem Material. Auch Rottöne, tiefere Einschnitte, Grünrot bis eigentlich ins Rot hinein. Ultraschnelle Felsen aus Kiefernrinde. Also Kiefernrinde, das bekommt ihr im Wald, könnt ihr das sammeln. Seht ihr mal die coolen Formen, die hier die Kiefernrinde ja hat. Das erste, was ihr machen müsst, die Rinde gut trocknen oder im Backofen trocknen, dass keine Viecher mehr hat oder Würmer oder wie auch immer. Und dann habe ich das jetzt hier schon vorbereitet. Einfach graue Farbe mit Leim. Das mal eingestrichen, um das Ganze zu verfestigen und hier auch die Schuppen von der Rinde, dass die nicht wieder wegfallen, dass die wirklich fixiert sind. Dann habt ihr das Grau, ein Wasch darüber, einfach ganz schnell. Das kann jeder hier. Ich mache jetzt hier etwas Spezielles. Ich nehme eigentlich das volle Grün jetzt, weil ich möchte hier ein bisschen grünen Touch haben im ganzen Fels drin. Und dann nehmt ihr Papier und tupft jetzt einfach ein wenig das Ganze ab, dass das ineinander fließen kann. So, jetzt ist es leicht angetrocknet, so ein grün, grau, schwarz. Jetzt nehme ich noch ein Erdbraun und das verdünne ich ganz wenig, also wirklich sehr wenig. Und gehe einfach punktuell, dass das so in die Struktur hineinläuft, einfach noch hinein. Aber eben, da könnt ihr ja eure Fantasie freien Lauf lassen, wie ihr die Felsen haben möchtet, ob ihr nur grau wollt oder grün oder wie auch immer. Ich zeige euch hier einfach ein Beispiel, wie ich das so an gemischten Felsen machen würde. Dann einfach wieder ein wenig abtupfen, damit das nicht eine Fläche von der ganzen Farbe wird. So sehen die Felsen jetzt aus. Ein bisschen braun, ein bisschen grün, grau. Jetzt habe ich hier schon mal einen graniert. Der ist schon fertig. Ich möchte das jetzt granieren, nicht mit einem Titanweiß, sondern mit einem Elfenbeinweiß. Nehmt ihr einfach, wie immer, ganz wenig Farbe, streicht ihr auf der Pappe aus und dann geht ihr einfach über die Stellen hinweg. Ich möchte jetzt hier nicht zu extrem weiße Farbe haben, weil ich möchte das hier ein bisschen, ja, dass das nicht zu extrem wirkt. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet, wirklich keine Sache. Ich finde, es sieht cool aus, also mit wenig Aufwand habt ihr so Felsen.